Da, Leute, sind wir wieder. Montag gelaufen, Dienstag die Übung auf der Matte gemacht und heute machen wir ein bisschen was für den Oberkörper. Ich habe ja gesagt, ihr müsst euch keine Hanteln kaufen, ihr könnt das mit den einfachsten Mitteln zu Hause machen. Zwei Wasserflaschen, ich bin heute nicht so gut drauf, ich habe zwei kleine. Ihr könnt natürlich auch 1 Liter Flaschen nehmen oder auch 1,5 Liter, wenn ihr die greifen könnt. Packt da Wasser rein oder packt da Sand rein, so schwerer werden die und dann haben wir ein gutes Training. Was machen wir heute? Heute ist im Schwerpunkt Oberkörpermuskulatur, Schultern, Trizeps, Bizeps, Brustmuskulatur. Aber zuallererst geht ihr raus, zieht eure Laufschuhe an und lauft jetzt 15 Minuten. Ihr lauft ganz locker, ganz ruhiges Tempo und dann geht es mit dem Training los und zwar, ich fange an. Das Erste ist, seht ihr mich noch? Ja. Das Seitheben. Bleibt gerade stehen, spannt den Bauch an, leicht in den Knien bleiben. Ich stelle mich mal hier vorne hin, dann sieht man mich vielleicht sogar noch besser. Also, Bauch anspannen, leicht in die Knie stehen bleiben, Brustmuskeln anspannen und jetzt gehen wir mit den Armen nach oben und ihr seht, hier ist mein Handgelenk, Ellbogen, Schulter in einer Position. Immer wenn ich nach oben komme, atme ich aus. Ich mache es nochmal von der Seite vor. Und ich sehe hier, ich mache so eine kleine Bewegung. Ich kicke, als wenn ich das Wasser auskippen würde. Das ist die erste Übung. Wir machen wieder in verschiedenen Leveln. Level 1, 30 Sekunden. Level 2, 60. Level 3, 90 Sekunden pro Übung. Das ist Seitheben bis auf Kopfhöhe. Kurze Pause. Übung Nummer 2 ist Seitheben über den Kopf. Also, jetzt wird es schwieriger. Ganze Bewegungsamplitude. Atmet aus und atmet ein. Und immer wenn ihr ausatmet, einatmet, Oberkörper ist ganz ruhig, bleibt schön in den Knien stehen. Der Muskel soll das Gewicht halten, nicht das Gelenk. So, ich mache es mal von der Seite. Jawohl, sehr gut. Level 1, 30, 2, 60, 93. Zweite Übung, das Frontheben. Stell dich von der Seite hin. Bauch anspannen, Rücken anspannen, Gesäßmuskel. Leicht in den Knien stehen bleiben, Schulter breit. Kann man mich so sehen? Ich hoffe ja. Ausatmen, einatmen. Atmen, arbeitet langsam. Immer 21, 22, 21, 22. Jawohl. Und jetzt, wenn ihr das im ersten Durchgang gemacht habt, die ersten 30 Sekunden, ist im zweiten Satz auch Folgendes möglich. Arbeitet über Kopf. Jawohl. Ausatmen, einatmen. Aber wir atmen, jawohl, wir arbeiten nur aus der Schulter nach oben. Kopf ist gerade, wir kommen nicht ins Schwingen. Ich hoffe, ich schwinge nicht und mache das sauber und ordentlich vor. Und das Ganze 30, 60, 90 Sekunden zwischen 2 und 6 Durchgänge pro Übung. Jetzt fertig. Zweites Bizeps Curl. Jetzt wollen wir den Bizeps trainieren. Bleibt gerade stehen. Wieder in den Knien bleiben. Und jetzt gehen wir hier mit der Flasche nach oben. Ihr könnt natürlich, wer zu Hause hat, eine Hantel nehmen. Kommt her. Curlt rein. Genau. Jawohl. Ihr könnt natürlich auch Hammer curlt. Also einfach nach oben. Genau. Ihr braucht gar nicht die Hände, wie es früher mal immer war, angelegt. Lasst die Arme ruhig weg vom Oberkörper. Jawohl, arbeitet langsam nach oben. Sehr gut. Jetzt machen wir den Antagonisten. Also Agonist, der Ausführende, Bizeps, jetzt Trizepsmuskulatur. Den machen wir mit einer Seite. Flasche nehmen, hinterm Kopf. Ihr könnt stabilisieren, ihr könnt aber auch gerade bleiben und geht jetzt so tief runter, wie das geht. Schaut her. Und jetzt, genau, Ellbogen zeigt nach vorne und wir gehen hier nach oben. Das ist Trizepsmuskulatur. Genau.
Und jawohl, mit beiden Armen empfehle ich das nicht. Da geht man zu schnell in das Hohlkreuz. Das wollen wir nicht. Arbeitet hier wechselseitig. Seite wechseln. Stabilisiert, bleibt gerade, atmet aus bei Belastung. Genau. Sehr gut. Natürlich könnt ihr die größere Flasche nehmen. Für mich reicht die kleine Flasche. Flasche passt irgendwie nicht. So, jetzt Bankdrücken. Könnt ihr auf dem Boden machen? Mache ich einmal vor. Oder ja, eine Bank hat keiner zu Hause. Ich mache das mal auf dem Boden vor. So wie es auch zu Hause ist. Legt euch auf den Boden. Ellbogen gehen auf den Boden rauf. Und jetzt kommt ihr nach oben rausdrücken. Genau. Dabei könnt ihr noch die Füße nach oben nehmen. Jawohl. Kopf ist gerade. Den Kopf würde ich nicht ablegen. Jawohl. Sehr gut. Und hier das gleiche wieder. 30, 60 oder 90 Sekunden arbeiten. Jawohl. Und bringt oben die Flaschen, natürlich die Hand zusammen. Arbeitet langsam. Jawohl. Sehr gut. Das Ganze 2 bis 6 Mal, je nach Leistungsfähigkeit. Dritte Training vorbei. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und macht weiter. Sehen uns morgen. Liebe Grüße an Andi.